Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und diesmal aus meiner Küche. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon einiges aufgebaut und das Thema des heutigen Videos ist nachgemacht und zwar genauer gesagt diesen Frankfurter Kranz, denn das große Backen auf Sat 1 hat gerade wieder angefangen und die machen jedes Mal so eine Challenge, wo die Leute das Rezept vorher nicht kannten und in diesem Fall 2 Stunden Zeit haben, es nachzubacken. Und ich möchte mal austesten, wie schwer das überhaupt ist. Hier habe ich das Rezept, das findet ihr auf www.das-große-backen.de und die Sendung selber könnt ihr auf sat1.de anschauen. Hier sind die Zutaten und dann geht es hier weiter, wie es gemacht wird. Also, ich bin gespannt, wie mein Frankfurter Kranz nach 2 Stunden aussehen wird. Hier seht ihr schon einmal die Zutaten. Ich habe sie schon mal zusammengestellt. Die Leute kriegen das ja auch immer schon fertig. Und wenn irgendwas in die Hose geht, hat man leider Pech gehabt. Denn man hat nur das. Das Einzige, was vom Rezept ein wenig abweichen wird, ist die Marmelade. Ich habe Waldfrucht. Und zwar deswegen, weil ich Preiselbeermarmelade einfach nicht finden konnte. Aber ansonsten halte ich mich zu 100% ans Rezept. Wobei ich nicht ganz weiß, wie groß die Form sein muss. Denn da war keine Angabe, deswegen ist das hier jetzt meine Form. Ich hoffe, sie ist nicht zu groß. Ich weiß es aber nicht. Stand leider nirgendwo, wie der Durchmesser sein soll. Also hoffen wir mal, dass das passt. Ich würde sagen, dann fangen wir an und starten den Timer. Hey Siri, Timer 2 Stunden. Dein Timer ist auf 2 Stunden gestellt. So, dann mal los. Die Eiweißmasse muss geschlagen werden und zwar mit 20 Gramm Wasser. Ich habe jetzt noch nie Wasser abgewogen. Ha, ein bisschen zu viel geworden. Fängt ja gut an. Form fertig und zwar soll die mit Rapsöl eingepinselt werden. Ich habe jetzt keinen Pinsel. Das muss es auch anders gehen. Und dann nochmal mit Mehl bestäubt. Gucken wir mal. Klappt ja nicht so gut. So. Oh, vielleicht jetzt ein wenig viel. Naja, viel hilft viel, heißt es ja. Hoch sein. Also ich weiß nicht. Ich glaube, meine Form ist zu groß. Naja. So, dann haben wir das jetzt mal in den Ofen. Und zwar für eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir brauchen 350 Gramm weiche Butter.
Naja, passt schon. Und es ist soweit, der Kuchen ist schon nach 20 Minuten fertig und zum Auskühlen bringe ich ihn jetzt auf den Balkon. So, bin mal gespannt. Also perfekt geworden ist das schon mal nicht. Das hier sind irgendwie vom Fett. Ich müsste den jetzt dreimal durchschneiden. Dreimal. Das auch nicht. Ob man den dreimal durchbekommt. So. Boah, dreimal ist natürlich schon eine Ansage, nicht? Puh. Na, ich denke, ich muss ein wenig improvisieren. Ich denke nicht, dass ich ihn dreimal durchkriege. Oh, das hier ist ja oben. Ups. Ich habe vergessen, dass der ja andersherum benutzt wird. Doch, trotzdem ist er viel zu klein, aber gucken wir mal. Dann fangen wir mal das Schichten an, und zwar auf der Arbeitsplatte. Okay, also dieses Einstreichen macht echt keinen Spaß. Ich habe das Gefühl, überall, wo ich rüberstreiche, geht was weg und kommt nichts dazu. Irgendwelche Tipps, was man hier besser machen kann? Also vieles wahrscheinlich, aber ich komme noch nicht drauf. Das Krokant schmeckt super lecker, sieht aber mega scheiße aus.
Sieht natürlich nicht aus wie so ein Frankfurter Kranz, aber ach komm. Hey Siri, Timer. Noch 31 Sekunden. Oh. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Tada, das ist er jetzt. Mein Frankfurter Kranz. Also er ist jetzt nicht sonderlich hübsch. Das mit dem Krokant habe ich nicht so ganz hinbekommen. Es ist extrem grob. Schmeckt aber sehr, sehr lecker. Und am Ende hatte ich einfach keine Zeit mehr, um ihn schön zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese 2 Stunden so schnell vorbei sind. Also ich denke mal, mit diesem Kuchen hätte ich den letzten Platz gemacht. So, ich bin jetzt echt mal gespannt, was seine inneren Werte sagen. Naja. Sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Also ich muss sagen, so vom Schnitt her, dass das schön mittig ist, links und rechts Buttercreme, das habe ich ganz gut hinbekommen. So, wollen wir mal einmal kurz den Geschmack testen. Also der Biskuit ist super fluffig, muss man sagen. Und die Buttercreme schmeckt super. Und die Krokant ist lecker. Krass. Also, sie sieht nicht hübsch aus. Aber sie schmeckt wirklich sehr, 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 sehr gut.